ihr Lieben, es ist für mich Sonntagmorgen, erster Advent. Seit einigen Wochen habe ich heute mal frei und muss nicht im Gottesdienst sein, beziehungsweise kann dann um 11 Uhr hingehen und nicht immer schon um 8:30 zum Soundcheck und Vorbereiten von allem. Mal ein richtig gutes Gefühl. Wir sind auch noch ein paar Stunden vor dem entscheidenden Spiel gegen unsere spanischen Freunde. Und von daher kann ich noch gar nicht sagen, wie es ausgeht. Wenn du diesen Podcast siehst, dann wissen wir mittlerweile alle zusammen, ob wir ausgeschieden sind oder ob es noch am Donnerstag eine winzige Hoffnung gibt. Ich möchte euch heute eine Erinnerung eigentlich bringen. Wir sind ja bei dem Thema neue Perspektive. Und das ist keine neue Perspektive, aber für dich vielleicht etwas Neues oder zumindest eine Erinnerung. Es geht heute um das Thema Dankbarkeit. Mittendrin in den ganzen Anweisungen, die Paulus gibt in Kolosser 3, schreibt er diesen Satz: Seid für alles dankbar. Seid immer dankbar. Also wenn der Friede Christi euch regiert, wenn ihr vergeben habt und so weiter, über die ganzen Dinge haben wir nachgedacht. Und dann mittendrin dieser Imperativ. Das ist nicht so ein Tipp von Paulus und ihr könnt auch nicht sagen oder keiner von uns kann sagen, ja, der hat gut reden. Paulus war zu der Zeit nicht auf den Malediven im Urlaub und schreibt dann eben, übrigens seid dankbar für alles, sondern er sitzt im Knast und ihm geht es überhaupt nicht gut und diese Anweisung kommt natürlich aus seinem Herzen und er musste das genauso umsetzen, so wie er es den Christen dort schreibt. Dankbarkeit, ihr Lieben, bewirkt unglaublich viel. Dankbarkeit hat eine Schwester oder eine Cousine oder was auch immer. Das ist die Zufriedenheit. Die kommt mit ins Herz, wenn ein Mensch dankbar ist für das, was er hat. Undankbarkeit bringt auch so ein Cousin mit, eben das ist halt die Unzufriedenheit. Dass ich dann immer mehr nörgle und immer mehr auf das sehe, was ich eben nicht habe. Und das ist eine Anweisung und es ist auch eine Entscheidung. Und ihr Lieben, wenn jemand Grund hat zur Dankbarkeit, dann sind wir das doch, oder? Wir haben gestern mit einigen Nachbarn zusammen so ein bisschen Adventskaffee trinken gehabt. Und darunter war eine ältere Nachbarin, über 80 schon, und sie erzählt dann gerne aus dem Krieg. Und so war es auch wieder, so wie sie damals von Danzig mit ihrer Schwester und Mutter geflohen ist als kleines Kind. Und welche Entbehrung sie hatten und wie sie um Brot gebettelt hatten und so weiter und so fort. Und mittendrin musste ich denken, und da haben wir auch dann drüber gesprochen, dass es ja zur gleichen Zeit jetzt viele Menschen so trifft. Weltweit einerseits, aber wir kriegen die Ukraine reingeliefert, immer wieder ins Haus, in den Nachrichten. Menschen, die das gerade so hautnah wieder erleben, diese Erlebnisse. Ich bin ja auch groß geworden mit den Erlebnissen meiner Großeltern und meiner Eltern vom Ersten, Zweiten Weltkrieg. Und plötzlich sieht man das ständig wieder, dieses Anstehen um Wasser, um das tägliche, um täglichen Bedarf oder um Brot und all diese Dinge. Und deshalb, ihr Lieben, wenn einer Grund hat zur Dankbarkeit, dann sind wir das, oder? Und wir müssen es uns wieder ganz neu sagen lassen, diese Dankbarkeit wirklich einzusetzen. Und ich möchte aufrufen zu einer Woche der Dankbarkeit zwischen dem ersten und zweiten Advent. Und dass du wirklich ganz bewusst, vielleicht jeden Tag, dir mal drei Sachen raussuchst, die auch zu den Banalitäten gehören. Vielleicht überlegst du ja, wofür sollte ich dankbar sein? Einfach das ganz Normale, dass du morgens den Wasserhahn aufdrehst und da kommt frisches Wasser raus, was du in der Regel auch trinken kannst, für Tee und Kaffee. Und dass du unter eine warme Dusche gehen kannst. Dass du aufstehst und dein Zimmer ist einigermaßen warm. Auch 19 Grad sind viel, viel besser als 5 oder 6 Grad, was viele Menschen jetzt dort in der Ukraine haben, gerade wo der Winter angefangen hat. Es sind so viele richtig Banalitäten, dass du Arbeit hast, dass da jemand ist, der dich versorgt, dass da jemand ist, der an deiner Seite ist, dass die Kinder da sind. Also man kann alles immer auch so negativ sehen, aber in dieser Woche möchte ich euch wirklich einladen, mal ganz bewusst diese Anweisung von Paulus zu kriegen. Sei dankbar und zwar für alles. An anderer Stelle sagt er auch noch für alle Zeit, für alles. Das ist so allumfassend. Auch für das, was einem gar nicht so gefällt. Denn wenn du anfängst zu nörgeln und einfach nur unzufrieden bist, dann wird diese Undankbarkeit wirklich dein Leben ausmachen. Und das wirst du auch ausstrahlen.
Dankbare Menschen sind zufriedene Menschen. Und nimm das mal bitte so mit in die Woche rein. Also, wie gesagt, ich erinnere dich nur dran. Und wir haben auch schon bestimmt ein, zwei Mal in den letzten 2,5 Jahren über Dankbarkeit gesprochen. Aber mittendrin ist das immer wieder eine Anweisung, eine Erinnerung, dass wir das lernen sollten. Also, eine Woche, jeden Tag 3 Dinge, um dankbar zu sein. Du kannst sie mir auch gerne schreiben, dann hast du sie auch noch mal ein bisschen niedergeschrieben. Am Ende steht ja die Adresse hier, die Mailadresse. Schreib mir einfach mal deine Sachen zur Dankbarkeit, dann kriege ich auch wieder ein paar Mails. Und dass du einfach mitmachst, wofür du ganz speziell dankbar bist. Und ich kann dir fast versprechen, am Ende der Woche bist du wesentlich zufriedener, als du es heute bist. Lass dich mal drauf ein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Wochenstart für dich und dann eine Woche, die dich wirklich Stück um Stück mehr zufrieden macht, weil du dankbar an Dinge denkst, für die du Gott danken kannst. Gott segne dich und wir sehen uns wieder am Mittwoch und am Freitag.